Hallo und herzlich willkommen zu Devil May Cry. Heute machen wir mit Mission Nummer 12 weiter. Yamato, das ist das Katana von Virgil. Ich bin mal gespannt, was passieren wird. Vielleicht begegnen wir den alten Virgil wieder. Wieso ist Mission Nummer 11 so eingeteilt, dass dort sowohl Dante als auch Faust spielen könnten? Das ist ein bisschen merkwürdig. Also da oben, die Punkte, seht ihr? Die Punkte zeigen ja immer an, welcher Charakter wann, wie, wo dran war. Suffering defeat after defeat. That man's body was reaching its limit. Breaking down. But he couldn't die yet. The man had a job that must be done. To defeat his twin brother. Dante. To separate man from devil with the strength of the Yamato. And eventually, the man became a true devil. Verdammt, also ist V in Wirklichkeit die menschliche Seite von Virgil. Und Virgil ist jetzt zu einem Dämon geworden, zu einem vollständigen Dämon. I've tried to hold together my crumbling flesh with what little demonic power I have left, but I'm approaching my limit. In separating and regaining my human soul, I've realized the gravity of the crime I've committed. I've realized how important everything was. Everything I've thrown away in my pursuit of power. Is that why you went to find Dante? Yes. Foolish. I thought that maybe he could change my... Maybe fix. Maybe right my wrong. Tell me. Was this fool before you right? I'm not your mommy, V. You're a big boy. And you need to see this through. Dante's war. Oh yeah, Trish im Leder, das sieht schick aus. That for road rash. Geil, mit den Dingern will ich jetzt kämpfen. Ich glaube, bleib beim Original. Anpassen. Jetzt kann ich doch, glaube ich, kann ich die neue Waffe noch irgendwie? Ja, doch, kann ich. Hm.
Ja, das hätte ich gerne. Was ist das? Wo kommen? Nehmen wir einfach mal was können. Ja, dafür hätte ich noch genug Geld. Bitte, das nehme ich auch noch. Danke sehr. Ja, ich werde auf der Mission noch ein paar rote Kügelchen sammeln und dann geht's los. Ich werde meinen Spaß haben. Starten wir die Mission. Ey, vielleicht kriegen wir ja sogar die Waffe Yamato als Waffe. Yamato, sorry. Was? Wieso habe ich da noch ein paar extra Buchstaben dran gegangen? Ach egal, komm. Ziehen wir es durch. Da wird wieder richtig schön geschnetzelt. Okay, schau mal. Swordmaster habe ich gerade schon aktiv. Oh, verdammt, heiliger Mist. Huah! Oh, verdammt! Der ist extrem langsam, aber auch extrem tödlich. Oh, Mann! Es ist geil. Ich muss schon sagen, das gefällt mir sehr, sehr. Hey. Komm her und kämpf wie ein Mann, du feige Sau. Ey. Was habe ich denn gerade gesagt? Naja, gut, er ist weg, aber... Ey, er ist schon ziemlich feige, ne? Halt die Kusche. So, bam und... Bam und dann gibt's noch den hier. Zack. Keine Ausreden. Du wolltest Kloppe, du kriegst Kloppe. Bam und... Bam! Und jetzt gibt's noch den hier! Huah. Alter, machen die Dinger Damage! Machen nicht nur Schaden, die machen richtig Damage, sag mal! Huah. Und keine Ausreden, Kumpel! Bam! Die Dinger kriegst du jetzt ab. Du hast es dir so ausgesucht. Du wolltest es so haben. Du könntest doch einfach aufgeben, Kumpel. Du liegst eh schon am Boden. Was ich muss schon zugeben, das ist sehr geil. Das ist äußerst geil. Die Motorrädern, ey, ich kann schon sagen, ey, das ist Hardcore, das gefällt mir richtig. Bam! Hm.
Gibt's noch irgendetwas? Irgendwelche Secrets? Nein, sieht nicht so aus. Ey, das Schwert, kann ich das Schwert auch nehmen? Ich meine nur. You need some blood, huh? Sorry. You wouldn't mind. Ne, Lava habe ich nicht im Inventar, schon klar. Ich brauche noch eine Lava, ja, sag mal. Dreck. Was kann ich hier untersuchen? Ja, das zeigt mir einfach nur, dass ich hier lang muss, schon klar. Huh. Fried blood in the gutter here. Guess that explains how the pools down there get filled. Halt's ab und jetzt darf ich mir bestimmt aussuchen, wo ich jetzt die Larve einsetze, okay. Nein, na gut, dann würde ich es erstmal hier oben machen wollen. Los, meine Kleine. Geh da rein. Los. Das ist absolut widerlich. Ich gucke weg. Gleich. Das wird extrem eklig. Ich will das nicht angucken. Ich meine, klar, ich bin Arzt, aber es gibt manche Sachen, die möchte ich mir auch nicht anschauen. So, wer hat Bock auf Kloppe? Hier? Du hast Bock auf Kloppe, okay, ich sehe schon. I see what you did there. Wie war das nochmal, ja? Du dachtest dir, du haust mir die Axt im Rücken, ja? So, und du, was ist mit dir? Du standest nur daneben, ne? Oh, jetzt bin ich eingesperrt. Das hier wird der Todeskreisel. Bam! Hier war's nochmal, du Spaten. Denkst dir einfach so, du kommst hier hin, versaust mir die ganze Tour und machst noch nicht mal irgendwie... anständig Schaden. Nee, dich lasse ich jetzt da drin. Du bist jetzt eingesperrt. Du bleibst da jetzt. Zack. Sehr schön. Meins. Das gehört aber sowas von mir. Meins. Devil Trigger erhöht. Das gefällt dem Papa. Oh Gott, es pulsiert wie ein Herz. Nochmal Kämpfe, komm schon. Fury. Fury, komm mal her, ja. Warte, das haben wir gleich. Warte, jetzt auf den Typen. Auf den Typen schlagen, Dante. So. Bam. Oh.
Und... Die hat mich auch getroffen, ey. Ja, bei dem brauche ich was Schnelleres, schon klar. Oder auch nicht. Es klappt auch so. Bam! Bam! So muss das gemacht werden. Ich meine, komm ey, neuer Gegner, der denkt, er könnte hier reinkommen, auf dicke Hose machen. Nicht mit mir. Da muss man schon ein bisschen was auf dem Kasten haben. Weggabelung, wo gehen wir denn lang? Also in Labyrinthen ist es ja immer vorteilhaft, wenn man seine rechte Hand an der Wand lässt und dann... Okay, ich bleib an der Wand. Warte, da ist was. Oh, das will ich haben. Ja, toll. Wie soll ich da rankommen? Scheißdreck, es lächelt mich an, aber ich komme nicht ran. Gut. Ach, und da komme ich dann hier raus, okay. Da ist die Kugel, da kam ich nicht weiter, also gehe ich hier lang. Eine Trap, ist eine Falle, ja klar. Als ob ich es gewusst hätte, wa? So, und du kriegst unten rein, das ab. Bam! Das Hinterteil ist angreifbar. Okay, was Neues dazugelernt. Der Angriff macht richtig Damage. Geiles Ding. Das ist ein schönes Familienmotto. Wieso habe ich nicht so ein schönes Familienmotto? Here comes the blood. Ich könnte jetzt auch theoretisch da lang gehen. Ich schaue mich nur mal ein bisschen um. Nicht, dass ich die Orientierung verloren hätte. Nein. Da habe ich das Ding gerade kaputt gekloppt, genau. Aber ich schaue mich halt gerne mal ein bisschen um. Okay. Da haben wir noch was. Ja,
Ich hätte ja nicht Swordmaster ausgewählt, verdammt. Oh, warte, da oben. Was haben wir denn da? Ich möchte hier wirklich alles komplett absuchen. Ah, da haben wir das. Sehr schön. Wenn ich genug davon gesammelt habe, dann wird wieder was erhöht. Bam. Gut, das habe ich noch drauf. Nein, ich bin eingesperrt. Hilfe, lasst mich hier raus. Ich habe Angst. Hier sind überall Dämonen. Ha, scheiß drauf. Hilfe, warte mal. Ich bin hier gerade wirklich nicht raus. Jetzt komme ich raus. Komm her, Sänger. Du Winter, hältst du dich? Komm schon, du bist nicht Chuck Norris. Bam. Und nochmal ordentlich drauf hier. So. Oh yeah. Ouch. Und BAM! Ich muss richtig schön BAM machen. BAM! Und du auch noch, komm her, BAM! Jetzt kriegst du voll BAM! Ich sagte voll BAM! Autsch! Zack! Oh, ich denke, damit kann ich leben. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Das ist vollkommen legitim. Don't want to keep Mr. Demon King waiting. Gotta pick up the base. Meins, die laufen immer ebenfalls noch mit. Warte mal, da war das doch mit der goldenen Kugel, ne? Genau, hier haben wir noch eine goldene Kugel. Mensch, muss das immer so aufploppen? Das nervt mich gerade ein bisschen. Habe ich alles abgegrast? Habe ich alles mitgenommen? Genau, da war die Larve. Doch, ich muss hier lang. Aber mit Hilfe der Larve kann ich jetzt so das andere... Der andere Blockade noch beseitigen, oder? Doch, ich schau mal. Genau, hier, da. Da muss ich lang. Ah, Mensch, steck das Ding schon rein.
Das wird wieder gleich extrem widerlich. Ich gucke weg. Och nee, muss ich mir das schon nochmal angucken? Oh Gott. Ja, ist eh zu spät. Als ob. Komm mal her, ja. Ich hab was für dich. Und. Hoppla. Bam! Alter, ist das geil. Die Gegner haben sowas von keine Chance mit den Dingern. Ey, das Motorrad ist zu OP. Aber mir gefällt das. Wisst ihr, eine fette Waffe, mit der man einfach mal total overpowered ist und damit einfach mal alles niedermäht, was sich einem im Weg stellt. Bin ich wieder eingesperrt. Das habe ich jetzt davon, wenn ich von OP-Sachen rede. Und falls jetzt jemand rumheult, das ist nicht OP, ja doch, also, das ist schon ein fettes Ding, also. Außerdem, ich habe das gute Recht zu sagen, was OP ist und was nicht. So. Ich schlage erstmal durchs komplette Gebiet. La 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 la. Du begleitest mich. Ach, du bist tot. Schade. Ach, wen haben wir denn da? Haben wir noch einen Sänger? Autsch. Bin eingefroren. Mist. Du hast mich einfach eingefroren. Was habe ich dir getan, dass du mich so respektlos behandelst? Tanz ein bisschen. Tanz. Bam. Tanz, Tentakel, Tanz! Und du da auch! Nimm das, Tentakel! Okay, gut, wollen wir. Dann will ich auch was erreichen. Bam! Doch, 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 doch. Hier ist alles safe. Ja, ich kenne die Animation schon, da brauche ich das nicht nochmal anschauen hier. It's been a while since I used my brain this much. In der Tat. Aber trotzdem noch mal kurz die kleine Aussicht. Da wollen wir weitermachen. So. Oh, Moment. Oder ich gehe wirklich mal hier lang. Als ob. Naja, wenigstens weiß ich jetzt Bescheid, was sich dort befunden hat.
Und wer will jetzt kämpfen? Niemand? Das ist aber schade. Oh, heiliger Mist. Jetzt bin ich irgendwie... Nee, oder? Eine Karte wäre nicht verkehrt. Ich habe mich verlaufen, ich geb's zu. Nummer von vorne. Also, das hier, Genau, warte mal, hier war ich, hab das Ding eingesammelt und dann bin ich... Jo, hier habe ich den Gegner hochgeprügelt, genau. Hier habe ich den Gegner hochgeprügelt, das weiß ich noch. Jetzt habe ich dort die Blutrinne aktiviert und... Ey, warte mal, kann ich da nicht eigentlich schon durch? Schauen wir uns das gleich mal an. Ja, dann habe ich das Ding kaputt geprügelt. Aber vielleicht reicht das schon aus, um hier weiterzukommen. Na bitte, es geht doch. Oh. Kommt gleich ein Bosskampf. Schauen wir mal nach. So, nächstes Upgrade. Habe ich genug? Ich habe 24.000. Dann nehme ich das hier noch mit und... Ich glaube, das wäre dann alles, ne? Ja, dann nehme ich noch das mit und dann wäre es das. Geil. Ja. Schön. So. Ich nehme mal an, dass gleich ein Bosskampf kommt. Von dem her... Mal richtig schön durchatmen. Und los geht's. Holy shit. I can't believe any of this is still standing.
Ich guck nur. Ah, das alte Zuhause von Dante. Power was activated in me once when Virgil lovingly jammed this through my chest. I always wondered, why did my father give me the rebellion? Okay, what are you muttering? Over the years, I've been stabbed and jabbed by a number of things, but who would have ever guessed? Have you lost your mind? There's a demon to destroy! Kill yourself later! I'll help! If the Yamato can separate man from devil, then what about the rebellion? Wow! You are absorbing the Sparta! Dante. Ach komm. Geil. Sehr schön. Swordmaster, okay, okay. Tap. Oh, ist aufgehört. Fuck. Das ist der neue Anzeige, der Ticker. Du kannst diese Anzeige. Okay, okay, ist gut. Au, verdammt. Autsch, ach Gott, es wird nichts. Ach Mensch, aber ich bin total angreifbar dabei. Ich halt gedrückt. Ach Gott, ich sterbe. Oder? Nein. Der Dämonenkönig will jetzt sterben. Das ist doch bestimmt Virgil, oder? Wetten, dass es Virgil ist? Ey, komm. Oh. Nicht gut. Ich bin weg.
genau, Mann. Wie kann das sein? Er ist immer noch zu mächtig. Wenn diese scheiß Tentakel nur nicht wären. Nein! Ich bin tot, oder? Das war's. Oh, warte mal. Na, kann ich mir die einfach reinhauen? Ja, oder? Oh, warte. Nein, dann nehme ich eine goldene Kugel. So. Jetzt bin ich angepisst, jetzt wirst du sterben. Jetzt stirb schon. Oh. Aber geil, ich mach auch so Damage. Ha! Komm schon, die besiegen wir jetzt. Knie nieder vor deinem neuen König. Bäm, gegen Schienbein gefahren. All this time and you still don't get it. It is you who does not understand. It has begun. Mittagessen. Immerhin ist es 12 Uhr. Und nun? Jetzt geht alles für die Hunde. The Clive Fog is revealed in its entirety. This inconvenience matters not. Gott, ist das spannend. Ey, ich wüsste zu gerne, wie es weitergeht. Verdammt, war das geil. Und wir haben eine neue Fähigkeit bekommen. Geil. Gut, dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr bis dahin geschaut habt. Ich hoffe, euch hat es ein wenig gefallen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Klöpperei. Bis dahin. Macht's gut, meine Freunde. Tschüss.